So, hallo zur nächsten Folge von Let's Play Minecraft, Folge 273, wenn ich richtig gerechnet habe. Und dann, in der letzten Folge ging es einerseits um das Thema Rauchen bzw. Drogen bzw. Legalisierung. Bin ich noch nicht ganz fertig, werde ich gleich fortführen. Jedenfalls höre ich da gerade blubbern. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hören kann, der Aufnahme wegen der Hintergrundmusik und alles, aber hier blubbert es irgendwo. Und wir wollen ja teilweise auch eigentlich Lava finden. Ich baue jetzt oder buddel mich gerade mal ein kleines Stückchen nach vorne. In der fast schon der Hoffnung, wir buddeln jetzt gleich irgendwo einen Lavasee rein, weil das ist nämlich gerade das, was wir brauchen, wegen Magierturm und so. Das war jetzt so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, das heißt einerseits hier ein bisschen entlangkramen und Diamanten suchen und andererseits eventuell Lava finden. Ganz kurz. Bin ich jetzt schon vorbei? Er blubbert nicht mehr so laut. Ist wieder lauter. Irgendwie so in die Richtung da. Sollte ich es mal probieren? Oder mal nach oben graben? Kann es natürlich auch mein Tod sein. Ah, da ist eine Höhle. Dann würde ich doch glatt mal sagen, da gucke ich gerade mal. Ah, nein, 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 nein. Okay, so, jetzt, ja, das war jetzt gerade ein bisschen eng. Ich mache das mal folgendermaßen und zwar so, 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 so. So, schon mal zwei hoch und dann so, so, so. Das müsste jetzt so in etwa die Ebene sein, wo die Lava ist. Ja. Und zwar. Nein! Ich versau's mir jedes Mal. Das mal weg. Und das dahin, das dahin. Oder das da reicht schon. Da weg und da weg. Und so. Da weg und da weg und da weg. Lavasee mit Lapis Lazuli und mit, was haben wir da alles noch sitzen? Redstone haben wir noch drin. Und Eisen haben wir drin, aber keine Diamanten. Naja, war ja so klar. Oder? Diamanten? Nee, nee, gerade nichts im Angebot, nee. War nicht reinlaufen. Joa, dann würde ich doch mal sagen, so ganz spontan, ich mach mal ganz kurz, was mach ich denn gerade mal? Den da und den da und baue das hier nochmal ganz kurz weg. So. Dass wir da ein bisschen rumlatschen können und ja, komm, hier den stopfe ich wieder zu, obwohl zwei Blöcke abstimmen, das heißt dazu und da sind das. Ich bin mal gespannt, ob ich dran denke, das nächste Mal, wenn ich nämlich jetzt den Minenschacht da drüben buddele, dass ich da jetzt einen Cobblestone hingesetzt habe, nicht, dass ich dann ausraste. Wow, ein Dungeon! Hätte natürlich auch sein können oder könnte passieren. Okay, jedenfalls geht's hier hoch zum Lavasee. Dann ganz kurz mal gucken, so und dann erstmal hier den Eimer leer kriegen, ne? Und dann ganz kurz eins und zwei. Das auch noch mitnehmen. Genau, und dann ganz kurz nach unten und niemals, wiederhole, niemals mit dem Lava-Eimer so durch die Gegend laufen. Macht man nur einmal einen Rechtsklick und zack. Ja. Kippt mal den über sich drüber und dann kann man das alles knicken, ne? Deshalb niemals, niemals, niemals im Lavaeimer rumrennen. Nehmt lieber eine Melone, damit könnt ihr keinen töten. Also man kann mit Melonen keinen töten. Na okay, außer ihr schmeißt aus dem dritten Stock, während unten einer auf der Straße rumläuft. Dann vielleicht schon. Aber mit Melonen könnt ihr tendenziell eher niemanden umbringen. Also Minecraft jedenfalls schon mal gar nicht. Es sei denn, da kommt so ein Creeper entgegen und siehe, frisst die Melone und schon platzt der Typ. Das kann natürlich auch sein, aber... Ja, ah, okay. Das ist eine andere Geschichte. Ich tue mal ganz kurz, es ist dunkel draußen, die Lava zu dem Magierturm nach oben in den Boden rein. Und dann gucke ich mal, wie viel ich brauche. Einfach so als kleinen Lava im Boden. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Das hat nämlich dann eine innere Beleuchtung im Treppenhaus bis ganz nach oben oder fast ganz nach oben. Ich glaube, an einigen Stellen werde ich im Turm auch nochmal Glowstones anbringen, weil das so eine schöne Atmosphäre dann gibt. Und jetzt, Achtung, Schwert rausholen und... Ja, Creeper von dort. Creeper. Ja, klar, das haben wir gern. Und die sind verdammt schlau geworden. Ohne Witz. Und Together mit Trial Play. Eieiei, die sind verdammt schlau. Die latschen jetzt nicht mehr hier rein oder fallen jetzt nicht mehr hier ins Wasser rein, sondern die laufen tatsächlich außen rum, die Viecher. Obwohl, nee, hier geht's noch, weil die hier hoch können. Aber wenn das zwei tief ist, dann würden die außen rum die Kante rumlaufen. Und wenn die reinfallen und da nicht irgendwo hoch können, dann laufen die sogar ganz irgendwie so nach hinten zurück, dann da drauf und dann außen rum. Boah, also die Intelligenz von denen ist schon gewaltig erhöht worden. Wow, und Sprint. So, nix da. Von wegen, du gehst mir jetzt nicht ans Leder.
Der Magieturm da oben, ich bräuchte vielleicht noch so eine Art sicheren Weg mal nach, der irgendwie durch die Gegend, oder einen sicheren Verkehrsweg durch mein eigenes Gelände, weil wenn ich hier nachts unterwegs bin, dann, ja genau, hast recht, Kuh, dann wird's hier ziemlich eng. Jemand hatte gemeint, ein Zombie, noch ein Creeper da vorne. Letztes Mal, als ich gesagt hatte, der Enderman bei den Schweinen, da ist er richtig. Oh ja, das glaube ich auch. Enderman ist definitiv richtig bei den Schweinen, weil die klauen hier so ziemlich alles, diese Dreckschweine. Okay, ja, fast alles entläuft. Oh, es wird Tag. Okay, geht doch. Aber es wurde ja wieder gefixt, zum Glück. Und dann, okay, so. Als nächstes, da Lava und, da Lava in die Ecke. Dann gibt es hier schon mal so eine klitzekleine Bewegung drin, ein bisschen Action. So, ganz kurz, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Gucke ich gerade mal, wo wir noch welche hinsetzen. Also es werden wir natürlich jetzt noch mehr brauchen, das ist klar. Okay, vielleicht hier noch so einen Lava-Spot hin und dann hier die beiden Ecken nochmal ein. Muss ich jetzt noch ein paar Mal laufen, ist halt so, sorry. Kann wohl noch ein Weilchen dauern. Hier von außen werden wir noch eine Treppe irgendwie hochziehen oder so einen kleinen Klippenfelsenweg von hier unten nach hier oben legen, dass man hier schön in den Turm rein kann, auch von unten. Und da kann ich theoretisch aufmachen. Hier wird nämlich nur ein Eingang sein, genauso wie, also von allen vier Richtungen Eingang sein, wo man nach oben kann, mit einer Wendeltreppe. Ja, da hinten ist der Enderman, der hat jetzt gerade einen Sandblock geklaut, ich sehe auch genau wo. Da, und jetzt ist er verschwunden, der Sack. Und hat den Sandblock mitgehen lassen. Alter. Na toll. Solange keine gesetzten Blöcke mehr mitnehmen, ja. Hoff mal, das hat sich dann so erledigt. Naja, ich gehe dann doch mal ein kleines Stückchen weiter. Da brennt gerade auch ein Zombie. Apropos, wenn der Zombie da verbrennt, lässt er dann auch da seine Waffen und so liegen eventuell. Naja, okay, Küsen wieder sau laut. Und der Creeper, der eben gerade hier war, ist jetzt aber despawned. Boah, es ist laut. Ich habe zu viele Rinder hier. Heilige Scheiße, wir sind hier nicht irgendwo in... Okay. So, jetzt ist wieder ruhig. Und wieder nach unten und wieder Lava holen. Jedenfalls habe ich einen gefunden, ein Glück. Jump. Boah. Ich dachte gerade schon, das fällt komplett runter. So, so, so. Passt. Passt doch wunderbar. So, einmal rausholen und die nächste Fuhre holen. Und dann auch oben reinsetzen. Und eine Glasschicht dürfte relativ schnell gehen. Das Glas im Tunnelhäuschen oder Portalhäuschen dürfte fertig geschmolzen sein jetzt. Denke ich zumindest mal bei der Zeit, die vergangen ist. Oh, ich bin vorbei. Ja, dann da geht's hoch, da geht's hoch, da geht's hoch. Na, und ja, okay, haben wir doch. Das Lapis da oben, das können wir nicht so schnell holen, wegen Lava unten drunter. Ich will das auch nicht zustecken, vielleicht brauche ich noch ab und zu mal ein bisschen Lava. Gut, was ich noch frage, ist, wie tief der Lava ist. Ist nicht, dass wir, wenn wir in einem anderen Tunnel sind, dann auf einmal von unten reingraben. Naja, sehen wir dann wohl alles. Ich flitze mal ganz kurz hier durch und fresse ein Melönchen dabei. Jo. Ach genau, was ich noch sagen wollte nebenbei, wenn ich jetzt hin und her renne, genau zum Thema Rauchen, Drogen und alles mögliche, habe ich ja schon, wie gesagt, in der letzten Folge war das angesprochen gehabt, bin aber nicht fertig geworden wegen dieser unschönen Unterbrechung. Also ich sage mal, wäre jemand, der da eigentlich dagegen wäre. Es gibt Sachen, wo man sagt, hö, lasst uns doch, oder sollen es halt die Leute machen, die das unbedingt brauchen. Dann wird es vielleicht weniger Schwarzmarkt oder ähnliches geben, sondern dann wird das ein bisschen öffentlicher gehandhabt. Ist ja alles schön und gut, aber ich find's eigentlich auch nicht gut, wenn andere Leute sich damit die Gesundheit kaputt machen. Ich glaube, ich bin dazu schon fast... Ah, ich nehme den nächsten anderen Weg. Irgendwann, ich hole Maulklappen für euch alle. Und ja, also ich würde es auch nicht gut finden, wenn andere das machen. Man kann auch ohne Drogen glücklich sein oder fröhlich sein. Da braucht man sich nicht so ein Zeug reinpfeifen, was im Endeffekt doch eh nur alles Mögliche kaputt macht. Naja, was Drogen bewirken, das habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwie angesprochen gehabt, wenn ich mich recht entsinne. Ich weiß es nicht, wegen Hormonausschüttung im Kopf, Serotonin, Dopamin und dieses ganze Zeug. Dopamin ist ein Glückshormon. Ja, dass man dann... Oh, habe ich jetzt gerade unten irgendwo was abgebaut? Ich hoffe es mal nicht, nein, egal. So. Dass eine Reizüberflutung im Gehirn verursacht von den ganzen Neurotransmittern, also Dopamin, wie gesagt, Glückshormon und Neurotransmitter und Acetylcholin hat wohl auch, nee, das ist glaube ich eine andere Sache, das ist kein Glückshormon, aber sowas in der Art. Jedenfalls, das, ich weiß nicht, ich glaube, das kann man auch, ohne sich so ein Zeug reinzupfeifen, da kann man auch einigermaßen gut drauf sein. Es gibt Leute, die sind sozusagen Dauerhigh, ohne dass sie Drogen nehmen. Die kenne ich, die sind so gut drauf und die nehmen gar nichts. Also,
Nur so als Beispiel, kennt jemand von euch überhaupt irgendjemanden, der in diesem Sinne Drogen nimmt, beziehungsweise Cannabis raucht, oder macht ihr das selber? Ich weiß nicht, ich glaube, ihr das noch relativ anonym, wenn ihr hier was in Kommentaren postet. Also mir ist es ja, ich gucke dann nicht auf euren Kanal und macht dann Anzeige oder sonst irgendwas. Quatsch. Jedenfalls wäre mal gut zu wissen, oder seid ihr selbst mal in Kontakt mit so Zeug gekommen, in Anführungszeichen, das wäre auch mal interessant. Und ja, wie es dann weitergeht, wie das Skelett hier verbrennt, oder naja, das seht ihr jetzt noch, aber wie es weitergeht, das gibt's in der nächsten Folge 274. Bis gleich oder demnächst oder morgen. Tschüss.